So, ihr lieben YouTuber, ich bin schon wieder, oder wieder mal, nach einer kleinen Verschnaufspause. Ich habe letztens diesen Controller gemacht, also die durchsichtigen Tasten mit euch, also versucht mit euch zu machen. Ich habe leider beim Steuerkreuz habe ich ein bisschen was falsch gemacht, deswegen muss ich hier jetzt eine neue Form machen, aber es geht. So, und ich habe mal ein Video hochgeladen, wo ich euch Spaß... Steuerkreuz beleuchtet haben. Da haben so viele geschrieben, ja, hey, Tuninglist, könntest du mal zeigen, wie das geht? Sieht cool aus. Ja, könnte ich euch mal zeigen, ne? Das mit den Tasten drüben, da muss ich selber noch schauen, wie man das machen kann. Also, ich wüsste schon, wie man es machen kann, aber ich will, dass es optisch auch gut rüberkommt. Und ich hatte vor, weil das ja mein Regenbogen-Controller ist, Regenbogen-D-Pad und, hier X blau, rosa, nee, doch rosa, nee, rosa, doch rosa, rot, grün. Was sagt ihr dazu? Also jeder halt so wie die originalen Farben sind, mit einem Schalter dazu. Okay, also ich zeige euch das jetzt mit dem D-Pad, also Controller zerlegen wie gehabt immer. So, und dann haben wir die Innenseite vom Controller. So, da kann man jetzt das rausnehmen, das brauchen wir jetzt gerade nicht. Und weil ich das mit dem Controller, mit den Dings falsch gemacht habe, habe ich das jetzt vorübergehend reingemacht, damit die Taste nicht so weit reinrutscht. Also das Ding hier. Also, sagen wir mal, ihr habt die Taste richtig gemacht, nicht so wie ich. Dann bleibt die dran, schließt auch gut Kontakt auf die Dings drauf. Und dann habt ihr hier auch ein Loch. So, dann müssen wir nur noch hier in der Mitte ein Loch reinbohren, an 3 mm am besten, oder 4 mm, 5 meine ich, je nachdem was ihr für ein LED hier habt. Und dann hier oben in der Folie, sieht man schon, da ist ein Loch schon drinnen, also da brauchen wir nichts mehr machen, ist perfekt für uns. Also wir brauchen nur in das Plastik ein Loch reindrehen, so wie hier, also wie das da, machen wir da rein. Und dann stecken wir das LED dahinter. Das demonstrieren wir kurz mal. Oder ich stelle jetzt hier die Platinen kurz mal an, nehme das LED, was da rumhängt. Und halte es mal von der anderen Seite in die Mitte dran. Und dann haben wir den beleuchteten Controller. D-Pad. Moment, ich mache mal kurz das Ding aus, den Blitz. So. Und vor allem das Licht verteilt sich schon gleichmäßig, weil das halt von der Mitte aus in alle Richtungen geht. Deswegen ist es auch immer wieder ganz wichtig, wie sonst auch immer, dass wir bei dem LED oben den Kopf absäbeln, also abschleifen. Hier oben. Kopf schön abschleifen, schön rund machen, flach machen. Damit das Licht nicht so wie bei einem normalen LED. Machen wir jetzt kurz mal ein. Aha, nicht so wie bei einem normalen LED. Oben gebindet wird durch die Kuppel. Wenn man sie mal sehen würde. Jetzt auch. Das ist oben durch die Rundung wird es ja gebündelt, das Licht. Das können wir hier. Wird es nicht mehr gebündelt. Wenn ihr ein SMD-LED benutzt, was natürlich auch geht, dann müsst ihr das Ganze nicht machen. Weil es beim SMD, da geht das Licht hier von allen Seiten weg, wie man ja sehen kann. Wenn ich jetzt so anstecke, dann geht es ja ringsrum weg. Da brauche ich nichts machen. Ja, das war schon wieder von mir. Für euch. Postet Video-Antworten, wie ihr eure Controller gemacht habt. Wie jetzt bei jedem PS3-Controller-Video. Und viel Spaß beim Nachmachen wünsche ich euch. Verbesserungsvorschläge könnt ihr mir natürlich in die Kommentare schreiben. Oder was ich als nächstes Tutorial machen sollte. Oder ob ich es ausführlicher machen sollte oder nicht. Also es liegt alles in euren Händen. Ich lasse mich da von euch inspirieren. Und damit sage ich wieder ciao.